Basilikum in der äußersten Ecke des Gesteinsgartens und mit den Gesteinen, die hier drüben liegen, das ist so Revsund, das ist nördliches, zentrales Schweden, das sind die am weitesten gereisten Gesteine, die hier zu finden sind. Das ist ungefähr 1000 Kilometer Luftlinie. Und jetzt schwenken wir mal über Norbert hier rüber und gucken uns diesen Brocken an. Das ist ein Gestein aus Finnland und da können wir vielleicht noch mal kurz ein paar Details zeigen. Man sieht hier zwei verschiedene Feldspäte. Das sind einmal diese relativ großen weißen. Diese Feldspäte sind in dem Fall Orthoklase. Normalerweise sind Orthoklase rot, in dem Fall hier sind sie weiß. Und im Gegensatz dazu sind die Plagioklase in dem Gestein rot. Die sind ja sonst eigentlich eher weiß. Und das ist so ein diagnostisches Kriterium hier, an dem man erkennen kann, dass das ein Gestein ist, was aus Finnland kommt in dem Fall.